Ist Stillstand gleich Rückschritt? Dieser spannenden Frage würde ich heute mit euch gerne nachgehen, wenn wir über das OnePlus 10 sprechen. Was ich genau damit meine, das verrate ich euch nach dem Intro, also bleibt dran. Mein Name ist Oliver, willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Wie immer vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Wir sprechen heute über das OnePlus 10 und wir wissen ja jetzt schon mal, dass wir kein OnePlus 9T bekommen. Zumindest hier in Europa. In Indien wird es nämlich eine T-Version geben, die hört dann auf den Namen OnePlus 9RT. Doch ehrlich gesagt bin ich froh, dass man das Modell nicht offiziell hier bei uns bekommen kann. Warum? Denn mit dem OnePlus Nord 2 hat man bereits einen Flagship-Killer kreiert. Und wenn man ganz ehrlich ist, stößt der doch bei vielen von uns genau in diese Nische rein, die wir uns von einem OnePlus 9T erhofft haben. Und somit hat man ja bereits mit dem Nord 2 quasi das Modell indirekt geliefert. All das habe ich übrigens hier auf meinem Kanal getestet, also schaut es euch mal gerne an. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann macht das jetzt auch. Abonniert den Kanal, setzt die Glocke, dann verpasst ihr in Zukunft kein Video mehr. Und ich freue mich über den coolen und fairen Austausch mit euch. Doch ihr seid nicht dran geblieben, um etwas über ein OnePlus 9T oder RT oder das Nord 2 zu erfahren, sondern wir sprechen heute über das OnePlus 10. Und jetzt hat ein Insider verraten, dass designtechnisch da irgendwie gar nicht so viel Update zum OnePlus 9 bzw. 9 Pro mit dabei sein soll. Und das war für mich mal der Aufhänger, euch bei YouTube zu fragen, inwieweit ihr das Ganze gut findet oder auch nicht. Und überraschenderweise hat mehr als die Hälfte von euch gesagt, dass sie das gar nicht schlimm finden, sondern dass ihnen die Designsprache des OnePlus 9 bzw. der OnePlus 9 Serie gut gefällt. Natürlich waren auch über 30% mit dabei, die sagen, hey, wenn man was Neues rausbringt, dann sollte da auch etwas Neues kommen. Und auch diesen Ansatz kann ich verstehen, denn genau das habe ich in meinem letzten Video zum OnePlus 10 bereits schon mal gezeigt, denn hier gab es erste Konzepte bezüglich des OnePlus 10. Mir persönlich hat das sehr gut gefallen, was diese Designsprache anging, denn sie erinnerte doch an die 7er Reihe von OnePlus. Und jetzt ist man gefühlt spätestens komplett durcheinander. OnePlus 10 gleich OnePlus 7, 9 wird aber dann das eigentliche 10. Und da würde ich dann heute nochmal gerne mit euch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Denn wenn man sich jetzt mal ein bisschen die Firmenstruktur von OnePlus oder sagen wir eher von BBK anschaut, dann wird es ja schon ganz deutlich, dass OnePlus ja jetzt eine Untermarke von Oppo offiziell geworden ist. Wir alle wissen, dass dieser Riesenkonzern mit BBK natürlich aus dem Vollen schöpft. Und so haben wir auch des Öfteren erleben können, dass viele Features in unterschiedlichen Marken auftauchen. Designtechnisch ist mir dann aufgefallen, dass der Kamerabump, wie wir ihn im OnePlus erleben, dann doch schon bei anderen Modellen auch vorhanden ist. Ein weiteres Feature, das wir zum Beispiel bei Realme jetzt gesehen haben, ist, dass wir auch hier das 65 Watt Charging mit dabei haben. Das haben wir auch wiederum bei Oppo-Modellen. Und ihr merkt daher, das wird alles relativ eins insgesamt. Und das finde ich persönlich nicht schlecht, aber es stört mich auf der anderen Seite, denn OnePlus verliert so ein bisschen die Wurzeln, kann man das so sagen? Okay, das hört sich jetzt sehr kritisch an. Naja, aber die Designsprache soll wohl am Ende so bleiben, ansatzweise, wie wir sie schon in der 9er Serie haben. In meinen Videos dazu habe ich ja auch schon gesagt, dass mir das Design sehr gut gefällt. Wenn man das nochmal hier und da ein bisschen abwandelt, vielleicht sind es am Ende auch nur die Farben und man wird nochmal ein bisschen am Kameramann minimal spielen, aber mehr wird es wohl am Ende nicht sein. Schreibt übrigens mal in die Kommentare, ob ihr das Ganze gut findet oder ob ihr sagt, hey, nee, da würde ich mir schon ein bisschen mehr Update wünschen. Wir können auch hier wieder davon ausgehen, dass wir zwei Modelle bekommen in Form eines normalen 10ers und einem Pro-Modell. Und beim Pro-Modell werden wir natürlich dann das Bestmögliche mit dabei haben. Und ich bin auch mal gespannt, wie es dann rund um Hasselblad aussieht. Denn mit der 9er Serie hat man es ja dann geschafft, einen großen Kamerahersteller mit an Bord zu haben. Und eigentlich geht es ja mehr um die Software als um die Hardware. Denn man setzt ja auf die Sony-Linsen. Dementsprechend hat das jetzt weniger mit Hasselblad zu tun. Trotzdem erhoffe ich mir in der zweiten Generation mit der Zusammenarbeit mit Hasselblad, dass hier nochmal ein viel besseres Fotoerlebnis dazukommt. Die Aufnahmen der 9er Serie gefallen mir schon sehr gut, aber mehr geht natürlich immer. Prozessortechnisch, ja, da können wir schon von ausgehen, wir werden den Qualcomm Snapdragon 898 mit dabei haben, der im 4-Nanometer-Verfahren dann gefertigt worden ist. Also auch hier wird man dann das Bestmögliche auf den Markt bringen. Über die Kameras habe ich bereits gesprochen und dann bin ich noch ein bisschen auf den Akku gespannt, denn wie viel Sprung wird man jetzt hier bekommen? Zum einen hoffe ich mir, dass wir eine noch größere Akkukapazität erhalten, denn mit 4500 mAh ist das wirklich solide, aber mehr könnte natürlich noch dazu führen, dass wir eine längere Akkulaufzeit bekommen. Und dann haben wir das Charging und auch hier habe ich mich ein bisschen umgesehen, denn 65 Watt ist zurzeit so das
Maximum eigentlich, was man bekommt. Jetzt bin ich gespannt, ob man es wirklich dann übertreibt und sich zum Beispiel in einem IQOO 8 Pro probiert, das ja auch jetzt rausgekommen ist und dann wirklich zum Beispiel über die 100 Watt geht und das dann in einem 10 Pro. Ich bin gespannt, die Designsprache haben wir schon besprochen und preistechnisch hoffe ich natürlich, dass man es dann wiederum nicht übertreibt. Wie gesagt, ich freue mich wirklich auf diese Modelle und bin mal gespannt, wie gut sie auf dem Markt ankommen. Ah, und dann gibt es ja auch noch den Release. Und das könnte auch ganz interessant sein, denn wir können davon ausgehen, dass die Geräte schon relativ früh im kommenden Jahr auf den Markt kommen. Warum? Dadurch, dass man jetzt das 9T offiziell hier weggelassen hat, hat man natürlich etwas Zeit gewonnen und konnte dadurch schon früher an einem 10er Modell arbeiten. Und hier könnte es sich dann natürlich zum Vorteil herausspielen, dass man dann im Januar, spätestens Februar das Ganze auf den Markt bringt und dann natürlich mit dem Xiaomi 12 oder auch mit der S22 Serie von Samsung direkt konkurriert und hier vielleicht den einen oder anderen Käufer schon mal abluchsen kann. Also ich freue mich da drauf und wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht. Ein Foldable dürften wir Wohlstand jetzt auch so schnell nicht erwarten. Das könnte aber auch vielleicht daran hängen, dass wir bei Oppo noch nichts gesehen haben, was die Foldables zumindest angeht. Wir haben schon die Rollables gesehen, aber auch hier könnte vielleicht erst einmal etwas von Oppo kommen, bevor man dann bei OnePlus noch etwas in der Richtung vorstellt. Ihr merkt, auch wenn gerade nicht so viel los ist, dürfte die Zukunft im Jahr 2022 echt interessant werden. Ich bedanke mich, dass ihr bei diesem Video mit dabei geblieben seid. Macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.